Hallo und willkommen bei Rising World, wieder auf unserer Workshop-Map. Und kurzer Bericht heute über das neue Update. Und zwar liegen wir jetzt, ich glaube, bei der 0575 Alpha-Version. Ja, Red und Team, vielen Dank erstmal für das tolle Update. Es sind einige neue Sachen hier hinzugekommen. Ich möchte hier einfach mal kurz vorstellen mit unserer neuen Werkbank, die wir hier machen können. Können natürlich auch Lichter, Lampen und so weiter hergestellt werden. Waren schon einige drin, aber jetzt mit dem neuen Update sind da noch einige mit zugekommen. Jetzt macht langsam die ganze Buddelei nach unseren Ärzten auch Sinn. Wichtig ist dabei natürlich, dass man hier auch das Aluminiumerz, weil das wirklich sehr selten gab oder selten zu finden war, dass man da jetzt die Spawnrate erhöht hat. Und das war ja auch schon mal die Voraussetzung, um diesen Tisch hier herzustellen, um diese Werkbank herzustellen. Und natürlich braucht man Aluminium noch für einiges anderes. So, schauen wir mal rein, was hier alles mit zugekommen ist. Kompass und Uhr, das war schon vorhanden gewesen. Hier hat man mit der Uhr jetzt auch noch eine Verbesserung mit reingebracht, dass jetzt die Geschwindigkeit der Uhrzeit funktioniert, dass die jetzt korrekt ist. Also auch hier wieder eine kleine Verbesserung. Also ihr seht, Leute, Rising World entwickelt sich wirklich super. Hier haben wir jetzt unsere Werkbänke. Da ist diese eine Werkbank und wir sehen schon, was wir hier brauchen. 32 Eisenplatten, 32 Eisenstäbe und 4 Aluminiumplatten, um diese Werkbank überhaupt erstmal herstellen zu können. Also, ja, es ist jetzt wirklich fleißig graben und dann die entsprechenden Erze in unserem Ofen schmelzen, daraus die entsprechenden Barren dann herstellen und aus den Barren können dann unsere erforderlichen Materialien gebaut werden. Wenn wir die Materialien zusammen haben, das sind für den Inhalt dieser Werkbank in erster Linie Eisenplatten, die wir brauchen. Wir brauchen Aluminiumplatten, wir brauchen eine ganze Menge Eisenstäbe, wir brauchen dann Wolframstäbe, wir brauchen Goldstäbe und wir brauchen auch Kupferstäbe. Eine Voraussetzung, um diese gesamten Lichter herzustellen, und natürlich die Zusatzteile, die wir für die Lichter noch brauchen, wie die Leuchtstoffröhren und die Glühlampen. Dann schauen wir uns das mal an. Tolle Sachen hinzugekommen. Hier, und zwar bei Lichter und Glühlampe war schon vorher. Da brauchen wir zum Beispiel einen Eisenstab und einen Wolframstab. Jetzt haben wir die einzelnen Leuchtstoffröhren noch mit einem Eisenstab, ein Kupferstab, zweimal Wolfram. Dann haben wir Taschenlampe, Stablampe. Jetzt haben wir auch gerade für Gruben und Maschinen nachher oder als Warnung oder weiß ich was alles. Denn die rote Lampe, auch hier brauchen wir wieder Glühlampe und Eisenstab. Dann haben wir hier Lampe Weiß, die wir schon vorher hatten. Denn nochmal die andere Lampe Weiß, auch bekannt bisher. Dann kommen die ersten neuen Sachen hier. Eine Tischlampe. Hier eine andere Variante einer Tischlampe. Dritte Tischlampe noch sehr schön gemacht. Dann haben wir hier die Lampe Weiß für Außenanlagen. Ich denke mal, diejenigen, die so ein bisschen in der Moderne bauen, die werden sich da jetzt natürlich riesig freuen über solche Geschichten. Für mich, der mehr so im Mittelalter baut, ich muss nach wie vor noch immer mit meinen Kompromissen arbeiten, aber ich denke mal, solange wie es keine reine Mittelalter-Map ist, wo man wirklich im Mittelalter bauen möchte und alles dazu auch gestalten will, kann man hier Kompromisse eingehen, denn wenn man heutzutage eine alte Burg besucht, findet man auch nicht mehr
dort Fackeln und weiß ich was, sondern auch die Burg wurde ausgeleuchtet mit modernen Lampen. Also kann man hier immer noch mit drauf zugreifen, obwohl ich versuche, das auch weiterhin zu vermeiden. Aber vielleicht die Tischlampe, dass man die so ein bisschen mit einbringen kann. Ja, die Lampe vielleicht für Außenanlagen. Stehlampe, die werde ich wohl weniger mit einbauen in meinen Projekten. Ja, eine einfache Hängelampe, nur mit einer Glühbirne, könnte man, wenn man so in einer modernen baut, vielleicht so einen einfachen Schuppen auf dem Bauernhof, ja, dass im Schuppen einfach nur so eine einfache Glühlampe hängt, ganz interessant gemacht, finde ich ganz toll. Dann haben wir natürlich Neonleuchten, Deckenlampen für Neonlicht, also hier auch ganz fantastische Sache, finde ich das. So, dann haben wir hier noch eine einfache Deckenlampe, ein bisschen schmaler hier. Und das ist eine Alternative, die ich eventuell auch in meinen Bauten mit reinnehmen werde, diesen Kronleuchter. Aber hier sehen wir auch, wir brauchen Glühlampen dazu. Und wir brauchen hier noch Goldstäbe dazu. Ja, das sind die Sachen, die jetzt an Blöcken, an Items da neu hinzugekommen ist. Und wie gesagt, die anderen Sachen, die Verbesserungen, die Bugs, die beseitigt wurden, findet man als Info auf dem Forum. So, wir werden einfach mal schauen, wie die Sache aussieht, wenn wir uns die Sachen herstellen. Ich werde mal einige Sachen hier jetzt nehmen. Hier haben wir diese. Dann werden wir auch mal hier diese Tischlampe nehmen. Und sehen, die kennen wir schon, die kennen wir auch. Dann werden wir diese nehmen. Stablampe kennen wir, Taschenlampe, Leuchtstoffröhre, Glühlampe. Wenn wir noch den Kronleuchter haben wir, dann werden wir mal hier noch diese Deckenlampen nehmen. Lampe weiß, die können wir auch bestimmt so anbringen. Bin gespannt, ob man die auch so in den verschiedenen Winkeln anbringen kann. Denn die Außenlampe noch, und das hatten wir glaube ich schon, Tischlampe, da brauchen wir Steine noch zu. Ich muss mal gucken, draußen hat bestimmt noch irgendwo Steine rumzuliegen, ja. Da haben wir noch ein paar Steine. So, dass wir uns auch mal diese kleine, wo ist sie denn jetzt? Die haben wir schon, die haben wir auch noch nicht hier. Und die war das herstellen. So, und gucken wir uns das mal in der Praxis an. Wir werden mal gucken, ob wir vielleicht diese Tischlampen hier bei uns schon mit integrieren können. Ob wir die hier auf den, ja wunderbar, die kann man so ja auf den Schreibtisch schon hier mit draufstellen. Und sie lässt sich auch drehen. Tolle Sache. So, was haben wir als nächstes? Nehmen wir erstmal hier diese. Dann haben wir hier noch eine Tischlampe. Die können wir genauso auf den Schreibtisch stellen. Können wir die vielleicht auch auf Tische stellen? Wo haben wir unsere Tische? Da. Unsere Tische, jawohl. Die können wir auch ganz toll hier auf die Tische platzieren. Sehr schön. So, dann haben wir eine Stehlampe. Eine Stehlampe macht sich immer gut neben Sessel, neben der Couch hier. Ja, auch von der Ausleuchtung schön gemacht. Dann haben wir unsere Stehlampe. Und alles andere zum Anhängen. Denn hier, so wie ich das richtig sehe, ja. Ach ne, hier haben wir noch eine andere kleine Tischlampe. Die werden wir mal hier auf den kleinen Tisch platzieren. Jawohl. Das klappt auch sehr schön. So, und dann haben wir hier noch ein paar Hängelampen. Und dann wollen wir mal schauen, was wir mit den Hängelampen hier alles anfangen. Hier, da sind die Neonlampen. Und noch was zum Aufhängen hier. Ne, das war nur diese und diese zum Aufhängen hier. Und dann haben wir hier die beiden Neonlampen. Und das sind noch, das ist auch noch eine Neonleuchte. Gut. Dann schauen wir mal, wo wir
hier was anhängen können. Das wäre hier zum Beispiel, ja, hier als wandgleich machen wir diese hier und ja, und schon für Häuserwände kann die Sache angebracht werden. Tolle Geschichte. Dann nehmen wir mal unseren Kronleuchter hier. Na, ist das nicht ein schickes Ding? Sehr schön, der gefällt mir. Also ich denke mal, den Kronleuchter weg auf jeden Fall bei mir irgendwie noch mit integrieren. So, dann hatten wir hier noch diese rote Alarmleuchter hier. Kann man so anbringen, kann man so anbringen und kann so auch an der Decke anbringen. Sehr schön gemacht. Ja, prima. Denke mal, da kommen einige Leute wieder auf neue Bauideen. So, dann haben wir hier diese einfache Lampe mit der Glühbirne. Ja, die kann man wirklich nur aufhängen. Auch schön gemacht, ja. Hier, die gibt nicht so ein strahlendes Licht ab. Kronleuchter macht das gut hier. Da hinten gucken wir uns das auch gleich nochmal an. Düstern, die rote Lampe, die kommt natürlich sehr gut hin. Ja, die bringt nicht allzu viel Licht hier, aber ich denke mal, das ist auch beabsichtigt. Ist vielleicht auch ganz gut so. So, was haben wir denn noch hier? Ach so, jetzt haben wir noch diese Neonlampen hier, die drei verschiedenen Sachen. Einmal die einfache, sehen wie wir die anbringen können. Die können wir so an der Wand anbringen, aber hochkant drehen oder so können wir sie nicht. So, aber und auch hier oben kann man sie drehen. Hier können wir sämtliche Richtungen festlegen. Tolle Geschichte. Das hier nicht. Ja, hier geht es nicht nach oben und unten, oder? Nee, alle Tasten durchprobiert, also an den Wänden selber kann man sie nur horizontal anbringen, aber oben an der Decke kann die wirklich nach alle Richtungen gedreht werden. So wie man sie braucht. Tolle Geschichte. Gut, so bringen wir sie mal an, ja. Jawohl. Ja, die bringt doch vernünftig Licht. So, dann nehmen wir mal die nächste, das ist die Breite dann hier, kann man die auch, ne, die ist zum Beispiel, die kann man nicht quer anbringen, aber oben an der Decke und kann natürlich auch genauso gedreht werden. Auch sehr gut. Jawohl. Und dann die letzte noch, wird hier denke ich mal selber sein. Ja, hier kann man sie nicht anbringen. Und zwar drehen, aber kippen geht nicht, aber hier dann zumindest wieder die Richtung drehen und dann haben wir ja auch Licht. Also die geben auch ein ganz gutes Licht ab. Schöne Sache, schönes Update wieder an die Entwickler. Großes Lob, ja, für mich persönlich natürlich wieder, für mein Mittelalter-Tick ist das weniger etwas, aber wie gesagt, diese Kompromisse, die kann man ruhig eingehen. Hier sehr schön für Gaststätten, finde ich, so Art Teelicht oder sowas. Dann hier diese Lampen, das kann ich auch noch mitgehen. Wie gesagt, den Kronleuchter kann ich auch noch für mein Mittelalter mit reinnehmen. Na, Stehlampe, Schreibtischlampe, also richtig tolle Sachen da wieder bei rausgekommen. Prima, gut. Mehr wollte ich eigentlich in diesem kleinen Workshop wieder nicht zeigen. Reicht aus. Beim anderen Workshop geht es ja nachher noch weiter. Ihr seht schon, ich habe schon wieder für das nächste Mal alles vorbereitet. Einmal die ganzen Möbel, die es gibt. Und dann natürlich der Möbel-Selbstbau noch. Und drüben
dann in einen weiteren Workshop geht es dann noch um die Gestaltung mit den verschiedenen Winkeln, Herstellung von Bögen und Brunnen und ähnliche Geschichten. Also wir sehen uns wieder, bis zum nächsten Workshop. Ciao, euer Wolle. Nicht vergessen, Daumen hoch oder Kommentare mit reinschreiben. Bye bye.